Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Atron und Odyssey. Wir betreten mal das Level hier. Okay, hier sind ein paar Gegner. Ja, wir haben ja gerade über Schneehügel und so gesprochen. Ja, bei mir draußen liegen so 15 cm Schnee. Mein kompletter Garten ist unter Schnee. Ich finde das richtig bekackt, weil ich habe das ja nicht geerntet. Da draußen hängt sogar noch eine reife Paprika. Und ich kann da gerade nicht rausgehen, weil ich die erstmal ausgraben muss unter den Schnee. Mein kompletter Balkon ist unter Schnee begraben. Das ist ziemlich beschissen. Wow, ja. Die kompletten Straßen sind bei mir zu. Du kannst halt auch nicht fahren, weil halt, also außer halt auf den Hauptstraßen, da kannst du halt schon fahren, aber ansonsten vergiss es. Heute wurde sogar in München Fußball abgesagt, weil halt komplett München scheinbar dicht ist. Und im Allgäu hat mir ein Kumpel geschrieben, der hat 1,5 Meter Schnee. Dachte ich mir auch so, okay. Ich bin 15 cm und reg mich auf und du hast 1,5 Meter, okay. Ich möchte auch, vor allem, da ist es halt einfach voll wahrscheinlich, wenn es jetzt weiter so schneit, dass irgendwann jetzt mal die Schule ausfällt, vor allem da unten. Ach, mal schauen. Ja, komm aus der Nähe von, München ist wirklich so, echt? Mit deinem E-Roller kommst du nicht mehr weiter. Ja, ich fahre gerade nicht mit dem E-Scooter. Ich habe jetzt halt, bin am Dienstag auch schon nicht gefahren, weil ich. Mein Problem war nicht der Schnee, der da gelegen ist. Oder das Eis, das Glatteis, was da war. Mein Problem waren diese kleinen Kieselsteinchen da. Ich habe da Angst um meine Reifen. Ansonsten wäre ich da tatsächlich, glaube ich, gefahren. So lebensmüde wäre ich, glaube ich, gewesen. Wow, schon wieder ein Gegner. So. Okay, wieder so eine Dienameise. Irgendwie glaube ich, dass die anderen kleinen befähigt und eigentlich wäre das voll das Gemetzel, aber dadurch, dass wir halt overlevelt sind, passiert uns da irgendwie nichts. Ja. Ich gehe halt jetzt die nächsten Wochen zu Fuß in die Arbeit. Ich gehe nur einmal in der Woche. Das ist auch schön. Ich hatte die halbe Woche der Muskelkater davon, dass ich zu Fuß gegangen bin. Es war toll. Also es war wirklich die Hölle. Ich hatte Muskelkater einerseits im Rücken und andererseits hatte ich irgendwie Muskelkater mit Hintern und das war echt unangenehm. Ich bin da mit hohen Schuhen halt gegangen und irgendwie war das nicht so die beste Idee. Yay, öffnen. Amarita 2. Untersuchen. Als ihr in die Gänge des Labyrinths erkundet, entdeckt ihr ein Loch im Boden. Das könnte ein Bau eines Tiers sein, aber im Moment ist alles ruhig. Ihr geht auf 10 Spritzen daran vorbei, um es nicht aufzuwecken, was vielleicht darin schläft. Okay, ich glaube, da wird uns noch irgendein Ereignis ereilen. Machen wir mal ein Dings dran. Muskelkarten am Hintern, ja, das war echt uncool. Also, weil ich hatte halt so mit so Absätzen, sind halt die Schuhe. Und ich gehe halt im Sommer, da habe ich meine Sneaker und die sind flach. Und wenn du auf einmal aufs Absätzen rennst, hast du scheinbar Muskelkater. Also, es war nicht genau, es war halt so an der Seite irgendwie und das war halt echt unangenehm. Und jetzt ist es schon wieder weg. Ich bin wie so ein Depp dann so Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag gegangen. Es war, ja, kein schönes Erlebnis. Oh cool, mein Inventar ist schon wieder voll. Aber wir sind jetzt, glaube ich, eh fast am Ende angekommen. Ja. Als ihr durch den Wald wandert, wieder hier plötzlich biegt durch eine Mauer von Bäumen blockiert. Weitergehen. Ja. Ihr kriecht durch eine Lücke in der Wand aus Bäumen und findet ein Versteck. In der Ferne hört ihr einen Insektenschwarm. Eure Blicke suchen nach dem Ursprung des Geräuschs und fallen auf eine riesige Ameise. Erschrocken merkt ihr, dass es nicht das Nest der Ameisen im Wald gestolpert seid. Wenn ihr weiter wollt, ist ein Kampf mit den teuflischen Ameisen unumgänglich. Ja, wir passen mal ganz kurz an unsere Werte, aber okay, ich habe nur 2 Fähigkeitspunkte. Müsste ich hier doch mal aufziehen hoch. Du hast halt jetzt gerade halt echt so ein
Ich erkenne diesen Rundumschlag und den Doppeltreffer. Bei dir ein bisschen mehr TP. Machen wir bei dir. Machen wir dir auch mal mehr TP. So, bei dir sind wir bei den ganzen Heal-Zeug. Da wäre es mal interessant, irgendwie so Erfrischung so zu haben. Statusleiden, genau. TP-Erholung. Das bräuchte ich tatsächlich für dich. So, bei dir sind wir bei TP-Erholung auch noch nicht auf Ding. Da muss ich hier erst auf 5 sein, okay. Okay. Let's go. Das ist so eine Königsammer, also die ist, glaube ich, nicht weiter wild. Deswegen booste ich jetzt halt nur und gehe halt mit den Fähigkeiten drauf, aber ich glaube nicht, dass das ein großes Problem wird. Das Ding ist, glaube ich, relativ harmlos. Verbrennen, oder? Was mögen Ameisen? Ich glaube, Feuer. Ja, 76. Die hat mir 18 Schaden gemacht, Leute. Haben mir gerade 1200 Schaden gemacht. Wir machen mal so weiter die Runde, weil die letzte Runde richtig gut war. Wow, sie kann sich heilen. Okay, wir haben sie besiegt. So. Okay. Königsameise, Todesklaue, ja. Haben wir, glaube ich, gut gemacht. Haben wir gut gemacht. So, dann schauen wir mal nach da oben. Ihr habt jeden Winkel dieser Ebene erkundet und eine ausgezeichnete Karte erstellt. Die Ratterhalle wird äußerst zufrieden mit eurer Arbeit sein. Wenn ihr B11 ebenfalls Kategorie. Ja, habe ich schon. Wow, die haben es wirklich so für den Fall erstellt, als wenn du als erste nach unten gehst und diese Insektenkönigin da blutest. Macht Sinn. Ja, ich möchte eine schön gezeichnete Karte haben. Ah, da geht's hinab. Da können wir dann gleich mal hier einen Weg nach unten einzeichnen. Aber da gehen wir jetzt mal noch nicht weiter. Ja, Waschbecken des Soldaten. Hier hinten seht ihr schon wieder einen Healpoint. Gut, dann gehe ich da mal zurück, mache noch diese rechte Strecke da hoch. Und dann denke ich, dass wir. Und dann habe ich hier jetzt halt auch so einen Doppelweg wieder zurück. Genau. Hier weg und einen Doppelweg hin. So. Genau, dann mache ich jetzt den einen Weg da hoch noch. Dann gehen wir nach oben. Dann fehlt mir, glaube ich, oben auch noch so ein minimaler Weg. Den gehen wir dann auch nochmal schnell. Und dann gehen wir nach oben, geben den Auftrag auch ab und ja. Ja, Steig machen brauche ich nicht. Objekte, Inventar, Kuchen, ja, den brauche ich. Ich weiß, deswegen gehen wir gleich nach oben. Gummikehle. Weiß ich nicht. Ah, davon haben wir viele, das finde ich auch. Ja, öffnen. Medica 3, wow. Das war es jetzt nicht wert. Dann gehen wir mal nach oben wieder. Und dann schauen wir mal, was uns da noch fehlt. Haben wir mal Level 40 erreicht. Da fehlt uns noch so ein minimaler Weg nach unten, da hinten. Machen wir den noch schnell, dann gehen wir nach oben. Geben den Auftrag ab, den anderen Auftrag geben wir auch ab. Und ich weiß nicht, ob wir das mit den Schwertern und so, also mit diesem Begrabzeug abgeben können, weil dann hätten wir, glaube ich, alle drei Aufgaben für die Ebene abgeschlossen und dann müssen wir mal schauen, ob die Schnitte zurück sind, beziehungsweise in BF10 gibt es ja auch noch eine Aufträge, wo wir dann auch noch heute hingehen. So. Ja,
Ja, später in den Kleiderfetzen, die unter den Pflanzen vor euch hervorlungen. Ihr bahnt euch einen Weg durch die Pflanzen und findet eine zersplitterte Axt in der Erde. Kaputte Axt. Ihr habt alle Überbleibsel der verstorbenen Abenteuer gefunden. Okay. Ja, dann gehen wir mal nach oben wieder. Geben die Aufgaben schön ruhig ab und dann schauen wir mal. So. Stahlknochen weg damit. Ich hoffe echt, dass ich jetzt irgendwie ganz krasse Waffen freischalte, weil ich echt das Gefühl habe, von den Waffen her sind wir noch nicht so top ausgestattet. Aber ich bin mir nicht mal sicher, was ich für eine Waffe habe. Ich glaube, ich habe inzwischen Bogen oder so. So. Dann wollen wir mal nach oben. Zurück zur Stadt, ja. Dann bringen wir das also erstmal in die Kneipe, würde ich sagen. Zwei Stück, genau. 800 Gold wieder mal. Es ist nicht viel, aber es ist etwas. Ihr gebt Valerie die Überbleibsel der drei gefallenen Kameraden. Willkommen zurück, ich kümmere mich darum, dass der Klient die Überbleibsel erhält. Ich danke euch sehr. Ich verstehe, warum das Labyrinth und dessen Geheimnisse viele Abenteurer anziehen, aber ihre Hinterlassenschaften, sie zeigen mir, was ich euch mit den Aufträgen aufbürde. Aber eure Arbeit rettet das Leben vieler Menschen. Mir bleibt also nur, jedes Mal für eure sichere Rückkehr zu beten, wenn ihr aufbrecht. Macht keine Dummheiten, meine Lieben, okay? Okay. Dann kriegt derjenige noch sein Korund für seinen Belobungsring. Willkommen zurück. Jawohl, das ist tatsächlich ein Korund. Ich bringe ihn dann zum Klienten. Ich frage mich, welche Art von Ring er im Sinn hat. Hoffentlich zeigt er uns vor dem Antrag. Romantikerin. Genau. Schöne Erinnerung an dich. Okay, machen wir die zwei. Können wir aktivieren. Ihr nehmt den Auftrag an. Ja. Die Perle, die unsere Klientin verloren hat, war ein kostbares Geschenk ihres Liebhabers. Sucht in B11 nach Monster mit riesigen Hörnern. Dann findet ihr sie vielleicht. Aber Vorsicht, das Monster war selbst jemand, wie sie zu stark. Waldweisen. Okay. Aus irgendeinem Grund werden die Ameisen in der 12. Ebene zu bestimmten Zeiten des Jahres bösartig. Die Abenteurer fallen ihnen zum Opfer. Findet heraus, warum das passiert. Dann wissen wir vielleicht, wie wir damit umgehen sollen. Viel Glück da draußen. Okay. Dann gehen wir als erstes mal hier zur Baderhalle. Und erstatten Labyrinth. Hier habt ihr eure Karten. Ah, die Gilde Laylas auf euch ist Verlass. Danke für eure harte Arbeit. Ich mache mir derzeit Gedanken darüber, warum das Labyrinth existiert. Die wunderlichen Kreaturen und die seltsame Struktur, die endlos scheint. Glaubt ihr, das Labyrinth ist natürlich entstanden? Ich glaube, dass sich dahinter ein Geheimnis verbirgt. Ich glaube sogar, dass Etria von diesem Geheimnis sehr profitieren könnte. Doch das Oberhaupt, er hat eine andere Sichtweise. Er macht mir unmissverständlich klar, dass das ein Geheimnis besser eins bleiben sollte. Warum sollte er so dagegen sein, den Wald weiter zu erforschen? Aber ich sollte mich nicht mit euch über solche Dinge reden. Solche Gedanken sollte man besser für sich behalten, auf jeden Fall. Weil Karten werden der Erforschung des dritten Stratums sehr erleichtern. Wir würden dies gerne als Zeichen unserer Dankbarkeit übergeben. Geld. Wenn wir gerade hier sind, da gibt es noch etwas anderes. Die Soldaten des dritten Stratums kategorisieren sollten. Sie berichten von einer unbekannten Lebensform tief im Labyrinth. Eine Rasse von menschlichen Kreaturen, die sich aber doch von uns unterscheiden. Wenn das die Wahrheit ist, dann wäre das eine unserer bisher größten Entdeckungen. Können wir euch darum bitten, noch tiefer in den Wald vorzudringen, um nachzusehen? Ja, natürlich. Ihr macht das also? Wunderbar, hier sind weitere Details. Es gibt einen dritten Stadium, eine seltsame, für uns unerreichbare Kreatur. Sie scheint eine humanoide Lebensform aus dem Wald zu sein, um die wir uns kümmern müssen. Wir klären mit dem Oberhaupt, wie wir damit umgehen. Die Zwischenzeit möchten wir, dass ihr die Lebensform erforscht und sie uns die Ergebnisse meldet. Ach, Vorsicht, wir wissen noch nicht, ob sie menschenfreundlich gesinnt sind. Okay. Dann geben wir mal hier unsere ganzen Sachen ab, die wir gefunden haben. Spross. Schon krass.
So, hier haben wir auch ganz viel gefunden. Ne? Okay, ja. Ich beteilige mich hier an allen irgendwie. Na gut, dann verkaufen wir mal das ganze Zeug, was wir hier gefunden haben. Das ist echt viel. So. Okay. Es gibt ein paar neue Sachen. Cool. Eine Schuhe, die kann ich, glaube ich, verkaufen. So. Waffen. Okay. Da haben wir 99. Wir machen hier alle machen 99. Okay, 99. Die kriegst du. Für dich ist das schlechter. Den Rest kannst du nicht haben. Okay, bei dir ist auch 108. 145, was? Bitteschön. Was brauchen wir da? Schreddernagel. Weiß ich nicht, wo sie Fledermausflügel kommen jetzt bestimmt. Okay, ja, für euch beide tut mir leid. Stäbe gibt es hier nicht so häufig. Nietenweste, Gummihelm. Okay. Gummihelm ist ja auch noch für den anderen da relevant. Okay, Gummihelm. So, Nieten, was passt bei dir auch nicht? Okay, dann können wir verkaufen. Ganz alte Zeug. So. Gut, dann würde ich sagen, dann lagern wir wieder Sachen. Ganze Medica 3 wohl. Ja doch, wir haben noch Medica 4 und wir haben Healer und ich kann auch healen. Bravant kann weg. Nektar 2 behalten wir. Wie viel haben wir hier von 4? Reichen nicht 2. Ich möchte nicht immer, dass meine Tasche sofort voll ist, wenn ich irgendwo hingehe. Okay, dann will ich aber sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut und nächstes Mal geht's dann weiter mit vielen schönen Missionen. Bis dahin, bye!